Moin, willkommen in Saarbrücken. Hier fährt die Saarbahn als Stadtbahn der Stadt Saarbrücken. Ein Zug kommt durch die Klausener Straße und fährt weiter in die St. Johanna Straße. Auch die folgenden Aufnahmen stammen aus der St. Johanna Straße. Die Saarbahn setzt Triebzüge des Typs Bombardier Flexity Link ein. Sie können sowohl mit Gleichstrom fahren als auch mit Wechselstrom von 15.000 Volt 16 2/3 Hertz. Ähnlich wie in Karlsruhe fahren die Züge auf Eisenbahnstrecken weit ins Umland. Über eine Rampe in der St. Johanna Straße vor dem Einkaufszentrum Europagalerie erreicht die Saarbahn den Hauptbahnhof. Dort gibt es für die Saarbahn zweigleisige Richtung auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Normalbetrieb werden die inneren Gleise benutzt. Viele der Fahrzeuge tragen Ganzflächenwerbung. Zwei Züge begegnen sich in der Kaiserstraße. Im Hintergrund ist die Johanneskirche zu sehen. Dies ist der Blick durch die Kaiserstraße in Richtung Hauptbahnhof. Ein Zug kommt zwischen dem Rathaus und der Sparkasse am Rathausplatz hindurch und fährt in die Großherzog-Friedrich-Straße.
Weiter im Osten der Stadt, beim Römerkastell, fädelt sich die Stadtbahnstrecke in die DB-Strecke nach Sargemin ein. In Brebach halten die Züge am DB-Bahnsteig. Hier werden die Trittbretter ausgefahren, um den Spalt zum Bahnsteig zu überbrücken. Neben dem Bahnhof liegt die Werkstatt der Saarbahn. Ansichten von einer Mitfahrt auf der DB-Strecke. Hier hängt die Fahrleitung nur 3,5 Meter über der Straße. Wir gehen noch einmal zum Streckenabschnitt westlich vom Hauptbahnhof, zur Haltestelle Ludwigstraße. Auch dort gibt es hinter der Kurve eine Verbindung zum DB-Netz. Sie wird aber zurzeit nicht im Linienverkehr genutzt. Anschließend steigt die Saarbahnstrecke neben dem DB-Gelände an und führt über die Josefsbrücke zur Lebacher Straße. Auf den DB-Gleisen begegnen sich ein Güterzug und eine Regionalbahn. Als nächstes sehen wir Saarbahnzüge in beiden Richtungen und einen weiteren Güterzug.
Hier seht ihr noch einmal die Bahnsteige am Hauptbahnhof. Der linke Bahnsteig ist höher, an die Stadtbahnfahrzeuge angepasst, weil sie auch auf den Bahnsteigen der DB-Strecken halten. Der niedrigere Bahnsteig rechts wird überwiegend von Bussen benutzt. Auch das Schienenprofil unterscheidet sich von dem anderer Straßenbahnen wie etwa in Leipzig. Die Spurgrenze der Saarbrücker Fahrzeuge sind daran angepasst, dass die Züge auf DB-Strecken übergehen. Darum sind auch die Rillen der Schienen deutlich breiter als in Leipzig. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.